Ja, hallo und herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, diesmal zeige ich euch ein bisschen, wie meine Hunde leben. Die leben ein bisschen anders wie die meisten Hunde. Eine Leine haben sie selten, ab und zu, wenn es nötig ist, aber sonst leben die eigentlich frei, ohne Leine. Ich habe da Prinzipien angewendet, dass sie eigentlich bei mir bleiben. Sie folgen mir einfach nach, ich stehe auf, gehe weg, sie kommen. So etwa. Und da zeige ich euch, wie die auch zurechtkommen im Straßenverkehr. Ich habe denen alles gelernt, von klein auf. Statt Sitz und Platz können sie mit Autos umgehen, vor allem. Das war mir wichtiger. Und ja, wie wir einfach unterwegs sind. Wir machen viel Fahrradtouren, auch durch die Natur. Aber sie hauen da nicht ab. Mal vielleicht kurz ins Gebüsch, da kommen sie wieder. Also, da nehme ich euch einfach ein bisschen mit, auch wie sie leben. Sie schlafen ja nicht im Camper, also vielleicht mal in der Kabine vorne. Da ist immer die Türe offen. Die können rein und raus, wie sie wollen. Also nur vorne in der Kabine, nicht im Wohnraum. Da wollen sie eigentlich gar nicht. Und schlafen meistens draußen. Angie ist ein Wachhund, sie bewacht auf. Wir stehen ja ganz viel allein in der Natur und das ist top. Sobald einer kommt, dann gibt sie an, dann kann ich gucken, was los ist. Ja, es sei denn, es hat Sturm, dann dürfen sie ab und zu auch rein. Dann wollen sie dann auch rein. Das können sie selber signalisieren, aber die Treppen kommen sie eigentlich selten anklopfen, also sie bleiben da, wo sie sind. Ja, ich nehme euch einfach mit und dann im zweiten Teil seht ihr ein bisschen, wie ich da durch die Natur von Spanien fahre. Es gibt wunderschöne Drohnenaufnahmen auch und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und bis bald. Gestern habe ich mich weiter bewegt, habe mich losgerissen von der Gesellschaft. Die war zwar nett, aber es war mir einfach zu viel los. Und jetzt stehe ich da hinten oberhalb von der Stadt. Das Ziel war eigentlich da diese Piste zu fahren, aber da ist gesperrt, also habe ich da übernachtet. Und jetzt fahren wir ein bisschen in den Wald. So sieht das aus und das gefällt mir, Natur. Ich habe das per Google gesehen, dass da eine schöne Strecke gibt, auch für meine Wölfe, die lieben das. Und jetzt kommen die auf ihre Tour und ja, anschließend fahren wir weiter. 10 Minuten später, immer noch Wald. Und ich finde es schön, haben sie hier wieder ein bisschen aufgeforstet, wenn auch diese Bäume klein sind. Aber besser als gar nichts. Weil das gehört eigentlich dazu. Ursprünglich war ja hier sicher auch alles voll wie überall. Aber durch die Jahrhunderte Schiffsbau und was hat man halt alles gebraucht. Hä? Spanien war ja mal eine Weltherrschaft. Und vor ihnen waren es die Portugiesen. Und die Spanien wurde dann von England abgelöst. Ja, das ist die Geschichte. Hä? Jetzt bin ich mittendrin, ich bin da ein kleiner steiniger Pfad, aber ich bin hier mit dem Rad unterwegs. Dafür umso schöner hier. Wunderschön und sowas brauchen die Hunde einfach, meine Wölfe. Die sind ja groß und ja, die wollen Auslauf, die wollen erkunden, die wollen schnuppern. Aber die hauen mir nicht ab. Deswegen dürfen sie auch so frei leben. Natürlich Erziehungssache. Aber ja, das gefällt ihnen. Da blühen sie auf. Das ist einfach in ihren Instinkten drin. Erkunden, schnüffeln. Jetzt waren wir schon eine Stunde unterwegs. Jetzt kommen wir dann zur Hauptstraße. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Straße fahren. Ja, hier ist auch gekennzeichnet. Das ist eigentlich ein Wanderweg. Aber hier leben und so und jeden Tag dasselbe. Ich muss immer mal wieder neue Ortschaften, neue Natur erkunden. Ich könnte jetzt nicht immer am selben Ort bleiben, momentan auf jeden Fall. Weil irgendwann bin ich den Weg dann x-mal abgefahren, das wird doch langweilig. Deswegen bin ich immer unterwegs, immer neue Sekunden. Solange ich diesen Hunger noch habe, mache ich das. Valenci.
Den Hunden gefällt es natürlich auch. Ui, da ist das Meer. Da gibt es übrigens eine Insel, das war mal wie Alcatraz, ein Gefängnis. Ja, jetzt kommen wir da doch Richtung Meer, schön. Eine der alten Wachtürme, neu renoviert, jetzt bin ich oberhalb. Dahinter ist Santa Pola und auf der anderen Seite der Schlucht steht mein Camper. Und deswegen müssen wir jetzt dann zur Straße runter, um darüber zu kommen. Das ist nun Santa Pola von oben und die Ecke hat ein bisschen islamischen Touch. Ja, da kommen Erinnerungen wach. Und mein Camper ist da auf der anderen Seite, da müssen wir jetzt unten durch. Jetzt sind wir auf der Straße angelangt. Meine zwei Wölfe wissen, was zu tun ist. Ich sage denen nicht Auto oder so, die hören das selber. Und dann, wenn sie mal ein bisschen in der Mitte laufen, dann gehen sie dann rechts rüber. Jetzt kommt zum Beispiel eins, jetzt seht ihr, schön rechts rüber, jetzt kommt auch eine Brücke. Also das funktioniert bestens, ich muss da keine Angst haben, das ist alles ja, geübt natürlich. So, und hier sollten sie auf den Gehsteig, Gang rauf. Nancy, Gang rauf. So, auch das kennen Sie. Jetzt fahre ich auf der Straße, Sie auf dem Gehsteig. Gang rauf heißt geh rauf. Kommt wieder eine Brücke, die sind immer eng. Da gibt es wieder einen Gehsteig, das ist gut. Gang rauf! So. Perfekt. Also, da gibt es wohl eine muslimische Gemeinde. Sieht man richtig. Eine Minarett. So, ich fahre da. Jetzt kommt dann wieder ein Kreisel. Laufen wir über die Straße. Jetzt geht es wieder auf den Gehsteig. Und ich fahre auf der Straße, einfach mal auch zum Zeigen, was die alles können. Und man muss bedenken, das sind ja mehr Wölfe, das sind nicht so gut wie Schäferhunde, die wirklich alles machen, die haben einen Eigenwillen. Ist nicht ganz so einfach, die so zu erziehen. Braucht viel Geduld und Nerven, aber wenn man es dann mal hat, hat man ein leichteres Leben. So, wir haben es geschafft, da ist unser Camper, unser Zuhause, unsere Base. Hier kommen immer wieder Hündler zum Laufen, aber wir fahren jetzt zum Aldi, kaufen ein paar Gipfeli Croissant zum Frühstück wieder mal. So, nach der Fahrradtour, meine Wölfe wollten dann gleich rein, weil die wissen, das geht jetzt weiter. Und die sind eigentlich da drin, ja, während der Fahrt immer, da sind sie auch geschützt und leben auch da vorne. Ja, und die sind eigentlich selten im Wohnraum. Früher, ja, habe ich das halt auch so gemacht wie alle, immer abends in den Wohnraum genommen hier drin. Aber irgendwann wollten die einfach nicht rein und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibt die halt draußen. Und dann habe ich die halt draußen schlafen lassen, Matten natürlich. Und dann waren die zufrieden, weil da draußen können sie beobachten. Dann sind sie vielleicht am Abend ein bisschen mehr aktiv und gucken umher. Und aber sie bleiben da und ja, dann sind sie auch ein bisschen beschäftigt. Und am Tag schlafen die dann eigentlich viel, liegen. Außer am Morgen mache ich meistens eine Fahrradtour und dann sind die auch wieder ein bisschen ausgepowert. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr viel mit ihnen zu tun. Die sind dann da und ja, sind einfach ruhig. Und so reisen meine Wölfe mit. Angie steht ab und zu auf, aber meistens liegt sie. Und die Ayla ist da unten.
Ja, die haben sich da zurechtgefunden. Edge übernachtet auf Ufmal da in der Ecke. Am meisten so um 5, 6 Uhr geht sie dann rein und Ayla ist ja meistens da drin, wenn sie schläft. Hier sieht es ja fast wieder wie in den arabischen Ländern aus, ey. Wahnsinn, ey. In der Nähe von Elche hat es ein Naturschutzgebiet und da fahre ich jetzt durch. Es hat ganz viele Dattelplantagen und eben viel Grün. Wir sind in Murcia angelangt auf diesem Stellplatz, aber ich bleibe nur hier zum Wasser tanken. Und Ulrike und der, dessen Namen ich immer vergesse, ist auch da. Und jetzt tanken wir schnell Wasser. Er mit seinem kleinen Schläuchlein. Oh, der lässt er mal. Oh, dafür hat er ein riesen Rohr hinten raus. Ey. Krass, ey. Ist das dein Sarg? Das hat Platz, ey. Wir fahren jetzt weiter. Schöne Landschaft da gerade. Zu einem Stausee. Wir fahren jetzt schon seit 10 Minuten auf einer Piste neben dem Stausee. Und hier ist der schöne Stausee. Ist nicht zugänglich für normale Camper, weil es gibt da ziemliche Auswaschungen. Aber das ist mir recht, weil dann steht sicher niemand da hinten. Das hier ist ja unser Übernachtungsplätzchen. Wir haben gut geschlafen. Angie schläft da unten, Ayla unter dem Auto da vorne oder da vorne drin. Aber jetzt ist sie hierher, ist am Buddeln. Und die Angie ist auch nicht weit, die kommt jetzt auch. Guten Morgen, Angie. Guten Morgen. Guten Morgen, Ayla. Die haben ein schönes Leben. Hä? Hat's da drinnen? Machst du eine Höhle? Aha. Die Ayla hat sich eine Höhle gebaut. Deswegen, hä? Schönes Plätzchen. We'll be right back.
schon ein paar super Drohnenaufnahmen hoffentlich. Wir fahren jetzt weiter, ein bisschen durchs Landesinnere, weg vom Stausee. Ja, schaut euch das an. Große Solarkollektoren. Wahnsinn. Wir sind am Mulla vorbei. Oh, da gibt es ja Straßenhund. Nein, der hat ein Halsband. Am Mulla vorbei und jetzt fahren wir durch einen Nationalpark. Der Nationalpark heißt Espuna. Sonst guckt ihr auf Polarsteps, der Link ist unten. Da könnt ihr genau sehen, wo ich etwa durchfahre. Guckt euch diese Schönheit an, da muss ich schnell anhalten. Wunderschön, hey. Ja, wir sind weiter unterwegs da. Wir suchen jetzt aber einen Schlafplatz. Wir sind am Eingang des Nationalparks. Sierra Espuna heißt er. Wir fahren morgen da rein, aber man darf nicht übernachten, da hat es nämlich ein Camperverbot ab 22 Uhr. Deswegen bleiben wir hier. Ein kleiner Parkplatz, hat kaum Verkehr. Und ja, jetzt übernachten wir da und morgen fahren wir da durch. Geht es los im Nationalpark? Die Straße ist geteert, man kann da gut durchfahren. Hier gibt es einen Parkplatz, man darf aber nicht übernachten. Deswegen fahren wir eigentlich nur durch, genießen ein bisschen die Aussicht. Ach, wunderbar, ist das schön. Ein schönes Haus. Schönes Steinhaus, passt richtig in die Gegend. Bei diesem Haus war dann der höchste Punkt, jetzt geht es wieder runter, es war 790 Meter. 6 Kilometer sind wir etwa gefahren bis dahin. Ja, wie es scheint, ist der Naturpark mehr für Menschen als für Tiere. Jetzt geht es eine Serpentine hoch, es geht also noch höher. Maximum 10 Meter Länge, stand an der Tafel. Das sind etwa 25 enge Kurven und die Bäume sind zum Teil auch tief. Muss man auch ausweichen. Aber jetzt sind wir dann oben und wunderschöner Ausblick. Man fährt hier eigentlich im Wald. Ich glaube, darüber müssen wir dann. So, wir haben da schnell eine Pause gemacht, oder 2 Stunden Aussicht genossen, jetzt geht's weiter. Darüber fahren wir dann am Hang entlang. Ja, ist doch nicht die Piste, die ist nämlich gesperrt. Wir sind ganz oben jetzt angekommen auf 1200 Meter und jetzt geht's wieder runter. Also da geht's runter, das ist der Ausblick. Diesen Nationalpark.
Es erinnert mich etwas an den Oman, den Snake Canyon, aber der war ganz extrem. Aber auch ein bisschen ähnlich, aber viel, viel steiler wie das hier. Ja, schade darf man da nicht übernachten, weil es ist ein wunderschönes Gebiet, es hat kaum Verkehr. Scheint es gewesen zu sein. Hier ist ein Tor. Wir fahren wieder raus aus dem Nationalpark. Denke ich jedenfalls. Jetzt geht es schnurstracks wieder raus. Das ist die Südseite. Wir fahren jetzt auf einem kleinen Nebensträßchen. Es sind etwa 60 Kilometer. Und das Ziel ist nicht Aquila, aber in der Nähe von Aquila, ein bisschen oberhalb. Da werden wir zu jemand gehen, die da ein Stück Land hat, eine kleine Finca, glaube ich. Wir werden es sehen. Also hier im Landesinneren hat es kaum Verkehr mehr. Praktisch keine Autos. Der Navi führt uns durch ein Wadi, ein Rio. Also noch ein bisschen Piste fahren, ich hoffe, das geht gut, aber Spuren hat es hier. Jetzt geht es steil hoch. Und da haben wir hohen Besuch, den René und seinen Kumpel. Okay. Ja, siehst du, ja. Brauchst du eine Säge? Vielleicht. Zu viel. Also ich würde durchziehen. Du kannst aber gucken vorher. Der Baum macht gerade ein bisschen Probleme. Ich glaube, wir hätten da mal ein bisschen sägen sollen. Oder René hat einfach ein zu hohes Auto. Ja, Baum gehört eh geschnitten. Und da fährt er ein auf unseren Hof. Jawohl. Ah ja, da passt schon was. So, und hier kommt sein Mitreisender, der ebenfalls einfährt. Er hat keine Baumprobleme. So, da kommt der René wieder. Von Womu Adventure. Jawohl. René? Hallo. Die Dagmar, die stelle ich euch auch noch vor. Eichen. Ui, mein Bürohaar! Sofort die Haarspange raus, das Wichtigste, hä? Wenn man das Gesicht nicht sieht. Und ihr kleiner Hund, hä? Der, nein, nicht Freddy, hä? Wie heißt? Teddy. Der Teddy. Hoi, Teddy. Ja. Ja. Dagmar, du lebst hier, hä? Meistens, so. Ja, wenn schönen. Ich nicht gerade Kajakcamp mache, lebe ich hier. Sie macht Kajakcamp, hä? Menschenglücklich. Menschenglücklich, hä? Schön, und da hast du ein Paradies aufgebaut, kann man sagen. Ja, ja. Du kannst gerne mal im Wintergarten gehen, da ist es schön. Okay. Dann siehst du die Aussicht. Gefällt dir hier, hä? Ja. Nicht nur mir, Teddy auch und mein Partner, den du auch. Und du hast immer wieder Besuch, hä? Ja, du, die so. Da nach Afrika fahren, die dürfen dann mal Pause machen. Schnell mal kurz vorbeischauen. Ja. Ja, super. Dann gehe ich mal auf die Veranda. Mach das. Lass dich mal durch. Hier. Das ist ihre Veranda. Wunderschön. Da hat es ganz viele Leute, die da sich eingenistet haben. Da hinten, ganz weit hinten, ist sogar das Meer, Aquila. Und da hinter mir ist viel Natur. Was will man mehr, hä? Bin bereit auf eine Fahrradtour am nächsten Morgen.
Da schön in der Rambla, ist wunderbar hier. Da ist ein ja, Sierra irgendwas. Kaum Menschen, kaum Autos oben an der Straße. Es windet ein bisschen. Gestern sind wir noch zu Fuß spazieren gegangen, alle drei. Ja, wir werden ein paar Tage bei Dagmar bleiben. Und ich werde da ein paar Dinge verändern am Camper. Sind wir gerade drei Hunde? Der Dagmar, ihr Hund, das ist der schnellste. Der kleinste, aber der schnellste. Zeige ich euch schnell das Anwesen von Dagmar. Ja, und hier stehe ich. Und ich bin am Arbeiten. Und zwar mache ich zwei Solarmodule hinten weg. Ich will hinten einfach leichter werden. Die Solaranlage war eigentlich immer ausreichend, eher zu viel Watt. Jetzt mache ich eines auf den Alkoven vorne hin und eines kommt ganz weg. Dann habe ich nur noch 1600, aber ich kann ja noch laden. Also ich denke, das reicht. 1600 sollte ich auskommen. Eines ist ja am Alkoven, wenn ich zur Sonne stehe, hat das auch mehr Leistung. Meistens war meine Batterie bei gutem Wetter schon am Mittag wieder voll. Und heute war das Wetter schlecht, sind sie nicht ganz voll geworden, aber egal. Falls ich fahre ja viel, dann kann ich immer noch die Lima dazu schalten und dann lädt es 2,5 Kilowatt auf einmal. Also ich versuche es mal und dann werde ich sicher hinten etwa knapp 100 Kilo leichter, weil dass ich ja, sind die Panels sind glaube ich, weiß nicht mehr, 40, 50 Kilo, aber ich mache vorne eins auf den Alkoven, das gibt eine Hebelarmwirkung und hinten sind sie auch schwerer auf der Achse, weil auch da drückt es natürlich runter, ja. Also, mal schauen. Mach alles, damit ich leichter werde hinten. Vorne habe ich noch Reserve. Ab jetzt Solarmodul vorne mal kaufen. Hab's heute montiert. Der Kleber muss noch trocken, Fugen noch besser machen. Und der Kleber ist mir aber ausgegangen. Vielleicht bringt Ulrike mir noch einen. Aber jetzt habe ich hinten frei zwei Panel weg und vorne ein neues. Das ist jetzt aber gerade im Schatten. Ich stehe natürlich auch schlecht. Aber egal, trotzdem, die Batterien wurden voll. Perfekt. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch oder Abo oder ja, was auch immer. Ja, bis bald wieder und tschüss.